Hallo und herzlich willkommen zum nächsten meiner Videos. Ja, heute brauchen wir vielleicht dieses Messer. Es ist nämlich Prime Day bei Amazon gewesen und da wir Prime-Mitglieder sind, haben wir ein paar Rabatte bekommen. Das ist schon wirklich gut. Amazon macht das ganz gerne, um Lager von Sachen leer zu putzen, die sie vielleicht nicht mehr brauchen. Und ich habe da halt zugeschlagen, weil mir wurde etwas angeboten, was ich nicht weiter ablehnen konnte. Ja, und das zeige ich euch jetzt. Ihr seht schon, ich habe den Tisch schon weiter frei gemacht. Meine Tastatur ist da, meine Maus ist in der Richtung. Und ja, wir brauchen heute wohl den Platz. Ich möchte kurz sagen, das ist keine Dauerwerbesendung. Also ich habe die Sachen selber bezahlt. Ich habe sie nicht geschenkt bekommen oder ähnliches. Man könnte dieses Video als Amazon-Werbung auffassen, weil ich es halt über den Prime Day gekauft habe. Ich schreibe einfach mal vorsichtshalber irgendwo rein, Dauerwerbesendung. Aber wie gesagt, ich habe es selber gekauft. Insofern ist es für mich ein einfaches Unboxing mit einfach der Präsentation von dem Scheiß, was ich gekauft habe. So. Ja, fangen wir erstmal an mit dem größten und dem Hauptgrund, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich habe mir endlich eine Xbox gekauft. Ich stelle mal ganz kurz das Stativ ein Stück höher. Also es ist eine Xbox One S mit Sea of Thieves drin. Ich habe Sea of Thieves schon. Ich spiele es auf Windows 10. Aber ich habe es schon. Aber es war jetzt bei der Konsole mit dabei. So, bisher... Also diese Konsole ist die 1 TB. Die, na, steht hier unten. Xbox One S mit 1 TB. So, diese Konsole hat mich jetzt gekostet 229 Euro. Finde ich einen relativ guten Wert, vor allem wenn man bedenkt, was die teilweise bei anderen lokalen Märkten und so weiter kosten, ist das schon ein wenig heftig. Es ist meine erste Konsole, ich bin kein Konsolenspieler. Also meine erste Konsole, ich habe noch eine PS3 hier irgendwo rumstehen, aber die habe ich damals mal gekauft wegen Move. So, ansonsten, ich weiß nicht, was das hier alles ist. Das ist eine Schnellstartanleitung. So, und wie gesagt, ich habe mich jetzt hier mehr oder weniger nur durchgerungen, die zu kaufen, weil, ja, ich weiß auch nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich hätte noch Geld rumliegen, das stimmt nämlich nicht. Aber ich hatte, sagen wir es mal so, vom Urlaub noch was übrig und deswegen dachte ich mir dann halt, ja... Warum nicht dafür ausgeben? So, erstmal in dem kleinen Paket. Hier haben wir ein HDMI-Kabel. Ja. HDMI. Dann haben wir hier drinne den One S Controller. Der sieht so aus. Und ja, das Schöne ist jetzt, da hat jetzt endlich den Kopfhöreranschluss. Das hat meiner, den schwarzen, den ihr hier nur wieder rumliegen seht, das ist dieser hier. Das ist noch ein Xbox One Controller, ja. Aber das ist der, den sie damals extra für Computer rausgebracht haben. Das heißt, da war kein Akku mit bei und sowas, sondern da war nur ein Kabel mit dabei. So, der hat damals, glaube ich, mal 40, 45 Euro gekostet, keine Ahnung. So, mit dem spiele ich ja jetzt schon seit Jahren. Und wenn ich den jetzt mal dazu anfasse, also er fasst sich erstmal gleich an, nur dieser hier, der hat halt unten etwas rauere Oberfläche. Und, oh, und schön die, oh, die Knöpfe sind noch nicht ausgeleiert. Ja, die Trigger sind noch okay. Oh, die sind schön leise. Oh, die Sticks sind auch nicht ausgeleiert. Schön. Nee, funktioniert. Also der Controller ist schon mal super.
Das Einzige, was mich halt stört, er ist weiß. Aber dafür gibt es ja Mittel und Wege, dass man das ändern kann. Ja, ich bin da schon... So, der Grund dafür, dass ich jetzt eine Xbox gekauft habe, da ich habe ja eigentlich Windows 10, ich kann ja auf Windows 10 spielen. Ein paar von den Spielen. So, das Problem, was ich nur habe, ich möchte ganz gerne mal mit meiner Familie zusammen spielen und meine Frau sowie meine Tochter weigern sich Windows 10 zu benutzen und ja, das ist natürlich ärgerlich. So, und deswegen dachte ich mir jetzt, okay, holst jetzt eine Konsole, nämlich die Xbox, weil das ist Crossplay ist möglich, das heißt, ich kann am Computer und per Konsole kann ich zusammen in ein Spiel spielen. So, das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel zu zweit Sea of Thieves spielen und sitzen hier direkt nebeneinander und das ist richtig schön. Na, das kann man dann machen. Jetzt noch die Batterien für den Controller. So, ist jetzt noch was drin. Und wie gesagt, das war der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, okay, also wenn schon eine Konsole, dann eine Xbox. Das ist das Stromkabel. Das finde ich das Schöne, das ist so ein 0815 Kabel. Das habe ich auch bei mir, glaube ich, an der PlayStation ist das auch mit dran. An meinem Videorekorder ist es mit dran. Ja, ich habe noch einen Videorekorder. So, und das ist also ein Standardkabel, was ich wirklich sehr schön finde. Da kriegt man leicht Ersatz für. Da habe ich sogar noch zwei, drei für rumliegen. Falls mal was passieren sollte, man weiß es ja nicht. No? So, also der Karton kann dann weg, der ist nutzlos. Jetzt. So. Dann geht es hier weiter bei der Slim. Ist jetzt das Schöne, der Brocken wiegt nicht so viel, aber er ist doch ganz schön schwer. Ist das im Gegensatz zur Xbox One, also zur richtigen originalen Xbox One. Das Gerät ist um 40% kleiner, zumindest sagt das Microsoft. Ich habe jetzt leider keine zum Vergleichen da. Wie gesagt, es ist meine erste Konsole seit ja, der PS3, die ich mal aus Versehen gekauft habe. Wegen Move. Ja, wie gesagt, ich kann das jetzt natürlich nicht vergleichen. Ich kann jetzt auch die PS3 nicht ranholen zum Vergleichen, weil das ist sowieso Blödsinn. So, wir packen sie mal aus. Es ist natürlich die Standard Xbox in White, also in White, in Weiß. Und ja, das Schöne ist bei der jetzt eben halt, das Netzteil ist schon integriert. So, und ich habe mich jetzt eben halt lange hin und her überlegt, ob ich sie jetzt kaufen soll, wie in Prime Day für 229 Euro, sehr wohl gesagt. Oder ob ich jetzt noch warte und mir eine X hole. Das habe ich mich dann vorweg einmal erkundigt, das Wochenende über, als ich das gesehen habe, dass die hier im Angebot ist. Und von der X bin ich nicht überzeugt. Ganz ehrlich, ja, sie ist ein paar Mal stärker als diese hier. Sie könnte wesentlich mehr. Sie hat noch genug Ressourcen. Aber ganz ehrlich, nee, sehe ich nicht. Also erstmal vom Preislichen her, die kostet 500 Euro, auch mit 1 Terabyte Festplatte. Und dann ist da nichts zu. Es gibt keine Bundles. Also es gibt keine Spiele-Bundles oder Hardware-Bundles oder sowas. Das ist halt das Problem, was ich momentan an der X sehe. Das heißt, du zahlst 500 Euro und hast noch weiter keine Spiele. Jetzt habe ich natürlich dieses Play Everywhere über Windows 10. Das heißt, ich hätte schon mal 2-3 Spiele. Aber nee, sehe ich nicht. Und ja, deswegen, sie ist jetzt, wie gesagt, bezahlbar für mich gewesen. So, wie gesagt, Stromkabel. Stromkabel, HDMI-Kabel. Controller. So, das ist das, was ich jetzt eigentlich haben wollte. Hier sind die Batterien. So, das ist das, was eigentlich das Grundangebot von Amazon war. Jetzt wäre es aber kein Prime Day, wenn du nicht irgendwas Geiles noch dazu kriegen würdest. Also jetzt habe ich den hier gar nicht ausgepackt. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, falls da der Key drinne sein sollte. So. Also wir machen das hier mal auf, da ist nichts weiter drin. Da ist jetzt nur hier zu Sea of Thieves hier so ein kleines Heft. Wie gesagt, hier zu Sea of Thieves so ein kleines Zettelchen, so ein Pappding. Genau, und hinten ist der Key drauf. Deswegen nicht zeigen, also Sea of Thieves ist mit dabei. Ja, ich weiß, es ist auch ein Goldpass drin.
Oder im Game Pass. Ach, ist mir auch egal jetzt so. Wie gesagt, das ist so ein bisschen andere Zettelage. Also das ist völlig wertefrei. So, gut. Jetzt waren wir hier stehen geblieben. Jetzt gab es eben halt, weil es Prime Day war, noch ein bisschen Zubehör mit dazu. Und das erste ist, weil jetzt, das fand ich jetzt auch merkwürdig, hier ist kein Vertical Stand dabei. Und deswegen gab es noch ein Vertical Stand. Wie gesagt, umsonst dazu. 229 Euro für die Konsole, das gab es mit dazu. So. Ja, ich muss das jetzt mal sagen, also wie geil ich das finde. Sorry. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. So, mein Messer aufschneiden. Also ich freue mich da richtig irgendwie drüber. So. Und das ist der offizielle Vertical Stand. Es gibt ja auch noch von irgendwelchen anderen komischen Anbietern, gibt es ja halt auch noch welche. Und der wird jetzt auf der Seite, glaube ich, mit reingepackt. Ich lege ihn jetzt mal hier hin, weil ich will die Konsole nicht hinstellen, weil ich habe hier ein Problem mit dem Breitbild. So, da dachte ich mir schon, geil, ich weiß nicht, was der Vertical Stand normalerweise kostet. Super. Jetzt ist es halt so, ja, es wäre kein Prime Day, wenn die mir noch irgendeine Kleinigkeit reinpacken würden. Ich habe dazu noch bekommen Forza Horizon 3. Nicht 4, 3. So. Forza Horizon habe ich theoretisch schon. Das heißt, normalerweise könnte ich jetzt diese hier gebraucht verkaufen. Und könnte da jetzt, wie gesagt, wenn ich da 20 Euro für kriege oder irgend sowas, wäre super. Müsste man dann gucken. Aber es wäre eben halt möglich. So. Oder vielleicht gegen irgendwas eintauschen im GameStop oder so. Müsste man halt gucken. Aber es ist auf jeden Fall dabei. Kostenlos. So. Ja, und es wäre halt kein Prime Day Angebot gewesen, wenn ich noch eine Kleinigkeit mit bei gewesen wäre. Hinzu, wie gesagt, wir sind immer noch beim Originalpreis, also bei dem, was ich jetzt schon dreimal gesagt habe. Und es gab jetzt noch was dazu. Einmal Minecraft. Minecraft besitze ich die alte Version noch, die es für Windows gab. Also für das normale Windows, nicht die Microsoft-Version. Ich habe noch die alte. So, jetzt habe ich eine Version für die Konsole hier, für die Xbox One S. Freue ich mich drüber. Also ich nicht unbedingt, ich spiele nicht so gern Minecraft. Ich weiß auch nicht, wie das mit Mods ist. Ich habe mich da nicht weiter erkundigt. Aber wie gesagt, meine Tochter wird sich freuen. Die hat zwar auch das Minecraft, die spielt es eigentlich auf dem Computer. Auch die alte Version, wo man denn da die 30 Millionen Mods da reinpacken kann. Aber keine Ahnung, man kann sich das neue Minecraft ja mal angucken. So, Minecraft heißt es. So, gut. Das war jetzt immer noch nicht alles. Es wäre nicht Prime Day gewesen, wenn die mir nicht noch mit irgendwas eine kleine Freude gemacht hätten. Und passend zu diesem Spiel, Minecraft, gibt es noch den dazu. Ja, einen Minecraft-styled Controller. Da muss ich mal gucken, der ist bestimmt zugeklebt. Wo gehst du denn auf? Da. So, also ein Minecraft-styled Controller. Natürlich wunderbar verpackt. Er ist unten auch ein bisschen angeriffelt. Macht sich gut. Oh, was heißt denn hier TNT? Achso, das ist hier. Ah, ja. Hm. Okay, das ist von Minecraft. Ich wollte gerade sagen, ich habe Minecraft lange nicht mehr gespielt. Minecraft heißt das. Minecraft. So, also wir haben einen Minecraft-styled Controller. Fühlt sich gut an, obwohl der ist ein bisschen. Okay, nee, der fühlt sich. Nee, ist okay. So. Also den gab es jetzt auch noch mit dazu. Ist hier noch irgendwas Interessantes drin? Ja, einpacken Batterien.
also zwei Batterien. Ja. Ist ja noch was drin? Klopapier. Hier ist noch. Oh. Okay, ich glaube, das muss ich rausschneiden. Da muss ich nachher aufpassen. Also, wie gesagt, wir haben hier jetzt noch das, den Spielecode da mit drin. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber wie gesagt, auf jeden Fall haben wir noch einen Key mit irgendwas. Muss ich mal genau lesen, was es ist, und deswegen, ja. Also ganz ehrlich, ich finde das hier, was ich jetzt hier ausgepackt habe, ich bin immer noch beim Originalpreis. So, und damit hat Amazon mir eine Riesenfreude gemacht. Also ich weiß nicht genau, was dieser ganze Zubehörkram hier noch wert ist. Ich gehe aber mal davon aus, dass es etwas über 100 Euro sein werden, was mir jetzt dazugegeben wurde. Und ich bin absolut begeistert. Das hat sich, finde ich, wirklich gelohnt für mich. Und ja, ich wollte es euch halt mal zeigen, weil ich bin ja so ein kleines, so ein kleiner Angeber. Ich habe halt sehr wenig für diesen ganzen Kram bezahlt und das möchte ich eigentlich nur mal breittreten, euch unter die Nase reiben, dass auch ich hin und wieder mal Glück habe und ja, so mehr oder weniger. Gut, ich weiß nicht, ob es das Angebot noch mal irgendwann geben wird, aber ich finde das auf jeden Fall genial. Solltet ihr vielleicht doch mal die Augen nach aufhalten zu solchen Bundles. Also Amazon, vielen, vielen Dank dafür. Ich kann es immer nur wieder sagen, wie gesagt, ich bin nicht umsonst Prime-Mitglied. Wie gesagt, ich bestelle so viel Mist für einen Computer, bei denen ich kriege nahezu jede Woche ein Paket mit irgendwas drin. Und wie gesagt, das ist jetzt wirklich... Es ist wirklich was Schönes, ja. Gut. So, vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte nehmt es mir nicht übel. Das Video ist jetzt so ein bisschen, ich weiß, so ein bisschen schleimig, so ein bisschen angeberisch und so weiter und so fort. Bitte nehmt es mir nicht übel. Ich musste es einfach mal machen. Und wie gesagt, ich bin absolut begeistert. Und wenn das jetzt auch noch alles funktioniert und... Ja, dann kann der nächste Winter auf jeden Fall kommen. Dann können wir hier alle schön zusammen uns hinsetzen und gemeinsam jetzt spielen. Auch ohne, dass wir jetzt die ganzen Rechner alle auf Windows 10 rumbasteln. Was ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen muss, wenn du jetzt eine Lizenz kaufst, also eine offizielle Lizenz, bist du ja pro Lizenz ja auch ein Huni los. So, und wenn du jetzt diese günstigen Lizenzen kaufst, da bin ich mir immer nicht ganz sicher, wo sie die her haben. Und... Ja, also für mich, denke ich, hat es sich gelohnt und ja, guckt doch einfach mal nach ähnlichen Angeboten und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß und bis zum nächsten Video von mir und ich wünsche euch noch einen schönen Sommer, denn es ist wieder knallewarm draußen. Ich hatte heute wieder 33 Grad, starken Wind und es war trotzdem. Es ist immer noch scheiße warm draußen, ich mag mich gar nicht bewegen. Ich hoffe, euch geht's besser. So, und damit genießt den Sommer. Bis zum nächsten Video. Ciao.